So, meine kleinen fetten Schweinchen, endlich ist es soweit. Ihr habt es euch gewünscht und nun befreien wir euch von dieser widerlichen Last, dem Ballast der Fettreserven. Heute geht es um die 5 Top-Tipps, vielleicht wären es 6 oder 7, aber Top 5 klingt einfach besser, um abzunehmen. Endlich abzunehmen. Das gilt grundsätzlich für alle, die abnehmen wollen. Jetzt sind die ganz Extremen ausgeschlossen davon. Das heißt, wer von 6 auf 3% Körperfett kommen möchte, um auf die Bühne zu gehen, ja, der braucht ein paar Sonderbehandlungen. Und wer 200 Kilo wiegt und eigentlich wenig Muskulatur darunter hat, ja, der muss auch ein bisschen anders vorgehen. Aber für alle, die sich irgendwo dazwischen sehen und vor allem so das letzte bisschen unter dem Bauchnabel loswerden wollen, vielleicht helfen diese Tipps, wovon einige sicherlich recht unkonventionell sind. Und damit kommen wir auch schon mal zum ersten. Ihr wisst, ich bin grundsätzlich ein Freund vom Tracken. Es gibt nur wenige Bereiche, wo ich es ganz im Gegenteil nicht gerne mag. Aber hier in diesem Fall kann das Tracken eine Motivation sein. Und das ist der Todfeind von allem Abnehmen, die Motivation. Das bedeutet, für die meisten von euch trifft es vielleicht zu, dass es einfach nicht so viel Motivation gibt, diese paar Kilo auch noch zusätzlich abzunehmen. Was da helfen kann, ist eine Fitwatch. Inwiefern? Ignoriert mal den ganzen Tracking-Kram, Kilokalorien verbrannt oder sonst was. Ignoriert das komplett. Das ist wiederum der Teil, wo ich denke, Tracken braucht ihr hier nicht. Aber nehmt es als Bewegungstracker, damit ihr einfach immer ungefähr wisst, wie viel habe ich mich heute bewegt. Und macht es ganz stur an der Zahl aus. So und so viele Schritte wollt ihr euch jeden Tag bewegen. Was dann nämlich irgendwann eintritt und passiert, ist, ihr merkt, oh, heute waren es nur 13.225 Schritte. Ich habe noch 1,5 Stunden vom Tag. Komm, ich gehe noch mal raus, spazieren ein bisschen, damit ich diese letzten 170 Schritte auch noch fertig bekomme. Das ist eine super Art, sich zu motivieren. Warum nicht? 1.700 Schritte, ne? Und so könnt ihr eure Bewegung immer weiter vollstopfen. Denn ganz klar, Bewegung hochschrauben und natürlich Kalorien runter. Nicht ins Extrem, aber die müssen sich immer weiter entgegenkommen. Das würde ich gar nicht mehr als Tipp bezeichnen, das ist schon eine Grundvoraussetzung. Ein richtig schöner Oldschool-Tipp, den ich so mit als allererstes bekommen habe und der sich auch aufs Bodybuilding bezieht, mehrere kleine Mahlzeiten statt wenige große. Ja, das gilt auch beim Abnehmen. Warum? Letzten Endes sagen euch sehr viele, es zählt nur die Kalorienbilanz am Ende des Tages, der 48 Stunden, der 72 Stunden, keine Ahnung. Aber das stimmt nicht so ganz. Denn es gibt nun mal bestimmte Dinge, die trotzdem noch passieren, wenn ihr übermäßig viel auf einmal esst. Ja, zum Beispiel Insulinausschüttungen oder auch, dass sich euer Magen einfach ein bisschen weiter immer dehnen muss und dadurch auch ein anderes Hungergefühl und ein größeres Hungergefühl zustande kommen. All das werdet ihr feststellen, das ist bei dem einen weniger der Fall und bei dem anderen mehr, aber umso weiter ihr kleine Portionen verteilt am Tag, desto eher sollte das eigentlich funktionieren. Es gibt ganz wenige nur, die darauf schlechter reagieren, weil sie plötzlich einen Dauerappetit bekommen. Für die meisten ist es genau das Gegenteil. Probiert's aus, ist immer wieder ein goldener Tipp, an dem ich mich auch halte. Und Tipp Nummer 3 kommt nun vor einem der sicherlich spektakulärsten Tipps, die noch kommen werden und der scheinbar ein Widerspruch ist. Aber an dieser Stelle mal, versucht eure Kalorien zumindest nicht über die Flüssigkeiten am Tag zu euch zu nehmen. Habt ihr sicherlich schon sehr oft gehört und natürlich ist es durch, dass Zuckergetränke fürs Abnehmen wirklich giftig sind. Aber haltet euch so an der Grundsatzregel Wasser, Wasser und Wasser. Zumindest kommt dem entgegen Light-Getränke und dergleichen. Also wer Wasser light isst, sollte mehr Light-Produkte zu sich nehmen. Ihr wisst, wie ich das meine. Der Germanist ist doch nicht ganz rauszukriegen. Also grundsätzlich Faustregel, so wenig wie möglich bis gar keine Kalorien über Getränke. Natürlich gibt es immer das Ausnahmegetränk, aber das ist deswegen eine Ausnahme, weil ihr es eben sonst nicht macht. Beispiel bei mir, ich trinke meine 8 bis 12 Liter reines Wasser am Tag und der Rest sind dann eben, ja, 3, 4 andere Getränke, die ganz kontrolliert sind. Ihr wisst Bescheid. Und an Stelle Nummer 4 fasse ich mal 2 Tipps zusammen, weil es beides immerhin mehr ist. Trinkt mehr Wasser. Grundsätzlich hilft es dabei, weil ihr immer ein leichtes Füllegefühl habt und Wasser auch noch zusätzlich einige schöne positive Eigenschaften habt. Mit mehr meine ich, vergesst mal dieses ganze 3 bis 4 Liter Zeugs. Nehmt mal einfach gut das Doppelte zu euch. Und ja, für diejenigen da draußen, die jetzt sofort wieder ankommen und sagen, bist du denn des Wahnsinns? Wie kannst du das empfehlen? Wasser, wenn man zu viel trinkt, kann das und das passieren. Leute, zu viel Wasser würde so immens viel bedeuten, dass keiner klaren Verstandes das irgendwie hinbekommt. Aber nur kleine Richtlinien, solltet ihr es schaffen, 15 Liter in einer Stunde zu trinken, ja,
dann ist es gefährlich und ist zu viel. Ich rede hier von 6, 8 oder wie ich es mache, 10 Liter am Tag. Und das geht, wenn ihr es über den Tag verteilt, absolut super. Ich fühle mich wohl damit. Und glaubt mir, ihr werdet durchgängig weniger Hungergefühl haben und euch frischer fühlen. Arbeitet euch dahin hoch und ist gut. Der zweite, der damit auch zu tun hat, mehr Protein. Mit mehr Protein meine ich nicht, nehmt das, was ihr jetzt esst und haut noch Protein obendrauf. Nee, aber von dem, was ihr esst, sollte ein Großbestandteil Proteine sein oder werden. Das heißt, die prozentuale Verteilung von den großen Makronährstoffen, Fett, Kohlenhydrate und Protein, streicht die anderen beiden zugunsten des Proteins. Denn Protein haben nun mal die beste Kalorienbilanz, das heißt am wenigsten Kalorien, das für euch gut ist. Und zusätzlich verhindert es, dass ihr Muskeln großartig abbauen werdet. Es schützt euch und es ist eigentlich dafür eine super Sache, so eine Proteindiät zu machen. Verhältnismäßig mehr Protein und viel Wasser. Gute Kombo. Und ihr fragt euch sicherlich jetzt schon, was der provokante Platz 1-Tipp sein wird. Da müsst ihr noch ein bisschen warten. Wir schalten noch einen Tipp dazwischen an Nummer 5, bevor wir zum letzten kommen, zum Tipp Nummer 1, welches Tipp Nummer 6 dann eigentlich ist. Aber gut, ist auch eigentlich egal. Und zwar passt euer Kaloriendefizit langsam an. Crash-Diäten sind out, das wisst ihr alle. Das muss man hier nicht großartig thematisieren. Aber wie es auch die Bodybuilder machen, die vor allem auf die Bühne gehen und sowas professioneller machen und immer wieder abnehmen müssen, sorgt dafür, dass ihr langsam euch nährt. Bedeutet, stellt mal fest über 3 Tage, welche Kalorien ihr zu euch nehmt. Trackt das mal einfach. Da noch nichts ändern, bitte. Das tracken, was ihr bis jetzt seit Jahr und Tag zu euch nehmt. Den Durchschnitt davon. Dann habt ihr irgendeine Zahl, sagen wir mal 3700. Und dann geht ihr davon 500 oder sogar nur 300er Schritte runter. Also, wir gehen mal von 3700 auf 3200. Und das werden wir jetzt mal 2 Wochen mindestens durchziehen. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ändert sich die Optik? Geht das Gewicht nach unten? Dann bleibt dabei. Wenn nicht, geht wieder maximal 500 nach unten oder wieder ein 300er Schritt. Und wieder 2 Wochen testen. Ihr seht, es ist stufenweise, so dass ihr euch einpendeln könnt und dann all year round das irgendwann genauso durchziehen könnt. Dann kennt ihr eure Kalorien und wisst, wo ihr euch bewegen müsst. Aber nicht sowas wie erstmal um die Hälfte weniger. Bringt nichts und diese Art von Crash-Diäten sind einfach total out. Das sollte jeder mittlerweile wissen. Und jetzt kommen wir auch schon zu Platz 1. Ich nenne es die Red Bull-Diät. Ja, und das ist nicht gesponsert von Red Bull oder dergleichen. Ihr wisst sicherlich um meine Liebe zu dem Energy Drink. Und ja, er hat so einen gewissen Ruf, aber vielleicht liebe ich ihn auch gerade deswegen, weil es unheimlich toll ist, als Ernährungsberater oder auch als Trophologe den Leuten so richtig vor den Kopf zu hämmern, weil sie ja aus der Brigitte und Co. gelesen haben, dass Energy Drinks so schädlich sein sollen und jeder irgendetwas daran findet. Aber man als Trophologe eigentlich nur den Kopf schütteln kann, weil man weiß, na, da ist eigentlich nichts so Schlimmes drin. Da wird höchstens ein bisschen was gehypt. Rundum. Schlimmes Koffein, schlimmes Taurin, schlimmer Zucker oder schlimme Süßstoffe oder dergleichen. Alles nicht da drin. Ich rede jetzt von Red Bull, nicht von allen Energy Drinks, die da draußen sind. Aber was hat das jetzt mit Abnehmen und Diät zu tun? Nun ja, grundsätzlich ist der Hauptbestandteil und der Hauptstoff darin, der euer Abnehmen gut beschleunigen kann, Koffein. Ja, das kann man auch mit einer Tasse Kaffee herbeiführen oder mit anderen Sachen. Aber Red Bull und Energy Drinks generell bringen noch ein paar andere kleine Vorteile mit sich. Ihr werdet zum Beispiel grundsätzlich vielleicht, wenn ihr in Kaloriendefizit langsam reingeht, damit zu kämpfen haben, dass ihr hier und da mal einfach Heißhunger bekommt, auch Zuckerlust bekommt. Sonst wäret ihr vielleicht gar nicht dahin gekommen, dass ihr ein paar Kilo oder noch ein paar Kilo mehr zu viel drauf habt. Also, was auch immer euch dahin führt, es kann sein, dass ihr mit diesem Red Bull diesen Süßreiz einfach wegtrinkt, zusätzlich mit dem Koffein alles ein bisschen beschleunigt. Das könnt ihr natürlich auch zuckerfrei machen. Aber grundsätzlich spricht auch nichts dagegen, ein wenig Zucker da mit zu sich zu nehmen. Aber gewusst wie? Macht das jetzt nicht, dass ihr einen Red Bull zu den Mahlzeiten nehmt. Also keine Pizza und direkt dazu auch noch einen Red Bull. Das wäre doppelt gemoppelt und nein, das wollen wir nicht. Was ihr machen könnt, ist die Mahlzeiten zu stretchen. Ihr kommt von der einen Mahlzeit, 2-3 Stunden sind vergangen und normalerweise kriegt ihr jetzt wieder Appetit und denkt, jetzt ist die nächste kleine Mahlzeit, wir erinnern uns an den Tipp, kleine Mahlzeiten, fällig. Aber jetzt fangt ihr an zu stretchen. Statt einer Mahlzeit nehmt ihr einen Red Bull. Es befriedigt euren Drang nach Essen, nach Zucker, nach Kalorien, nach Glykogen. Der Körper ist zufrieden. Ihr genießt es vielleicht auch noch so wie ich, dass es gut schmeckt.
Ihr bekommt auch noch zusätzlich ein bisschen Zucker mit und damit Energie. Und durch das Koffein kriegt ihr eine gewisse Kreislaufbeschleunigung. Alles super. Und dann wartet ihr nochmal 2-3 Stunden. Jetzt haben wir also schon 4-6 Stunden zwischen den Mahlzeiten und nehmt die nächste Mahlzeit zu euch. Super überbrückt mit einer tollen Sache. Und so kann es sein, dass mit 2-3 Red Bull am Tag, ja auch nicht zuckerfrei, ihr trotzdem abnehmen werdet. Warum ich das behaupte, ist keine wilde Theorie, haben schon viele um mich herum gemacht und gestaunt. Es funktioniert, aber nicht unbedingt bei jedem. Probiert es einfach mal aus und ihr gehört zu 70%, würde ich behaupten, auch dazu, wo es funktioniert, wenn ihr diese Regeln beachtet. Sollte euch das was gebracht haben, lasst mir jetzt an dieser Stelle schon mal einen Daumen da. Wenn ihr Fragen dazu habt, ab in die Kommentare. Weitere Tipps zum Abnehmen, wie ihr es gemacht habt, ab in die Kommentare. Hilft den Leuten, die so ein Video gucken. Wollt ihr mehr zu Abnehmen haben? Grundsätzlich, weil das hier einfach zu kurz kommt auf dem Kanal. Bitte runter in die Kommentare. Ich könnte euch sogar anbieten, ich weiß nur nicht, wie viel ich davon in der Community habe, wenn ihr stark übergewichtig seid. Wie kommt ihr da weg? Wie könnt ihr eine wahre Transformation machen? Ist das ein Video, das euch interessiert? Ab in die Kommentare. Und wer auch immer es geschrieben hat, die anderen liken. Ansonsten geht es jetzt direkt hier weiter zu den nächsten 5 Tipps, wie ihr eure Ausdauer erhöhen könnt. Auch eine wichtige Sache. Dann bleibt euch nur noch, den Kanal jetzt zu abonnieren, euch die anderen Videos mal anzugucken, stöbert mal einfach rum und dann verpasst ihr auch kein Video mehr und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.